Ja, vielleicht ganz kurz zu mir, sozusagen als Person, damit ihr das auch einordnen könnt, was ihr da heute so hört. Eben den Namen habt ihr eh schon gehört, Harald Kobiak. Heute bin ich da, vor allem in meiner Funktion für den Verein Ludovico. Für die, die Ludovico nicht kennen, das ist ein Verein, den es seit über 30 Jahren gibt, der sich mit Spielkultur, Spielpädagogik, allen möglichen Zusammenhängen mit Spiel auseinandersetzt. Und zwar eben nicht nur mit Videospielen, digitalen Spielen, sondern ganz stark mit Brettspielen, aber eben auch andere Formen von Spiel, Gruppenspiele und so weiter und so fort. Und seit 2012 gibt es dort eben auch eine eigene Sparte für Videospiele und für die bin ich zuständig. Das ist so der Hintergrund für das, was ich da heute machen werde. Was ihr aber auch raushören werdet, einiges von dem, was ich heute sage, baut auch oder basiert auch auf meiner eigenen Forschung in dem Bereich. Mein sozusagen Bildungshintergrund ist, dass ich Philosophie und Kulturanthropologie studiert habe und vor allem eben in der Kulturanthropologie die letzten Jahre mich auch wissenschaftlich relativ stark mit Videospielen auseinandergesetzt habe. Ich habe dort Diplomarbeit geschrieben über die Gewaltdiskussion und wie da Argumente entstehen und was da so an Emotionen und Motivationen dahinter stecken. Und habe jetzt die letzten Jahre für eine Dissertation geforscht, wo es mir eben um die Frage ging, welche Bedürfnisse werden beim Spielen erfüllt und was sagt uns das über die Gesellschaft und das ganze Soziale drumherum. Natürlich wird das heute relativ runtergebrochen sein auf eine halbe Stunde. Das heißt, natürlich manches vielleicht ein bisschen pauschalisierter, als es sein sollte. Das können wir dann ja durchaus nachher alles noch diskutieren. Aber worum es mir allgemein eben sehr stark geht und worauf das auch hinauslaufen wird, ist eben diese Frage, warum spielen eigentlich Leute gern, was ist die Motivation? Weil auch im pädagogischen Bereich Videospiele sehr oft in ihrer Wirkung diskutiert werden. Was machen die mit den Jugendlichen? Woran sind die schuld? Woran sind die nicht schuld? Und so weiter und so fort. Aber in meiner Wahrnehmung sehr selten sozusagen der Schritt weitergegangen wird. Naja, warum spielen denn dies überhaupt? Was ist der Grund? Was gibt ihnen das? Und darauf möchte ich eben heute ein bisschen eingehen. Was vorweg, was vielleicht manche von euch oder von manchen weiß ich es, von mir kennen, vorweg mir wichtig ist, ist ein bisschen dieses Bild, was denn da jetzt so passiert beim Spielen von Videospielen, dieses Bild ein bisschen zu bedenken oder überdenken. Sehr oft ist das eben diese Darstellung, dass man sagt, da gibt es einen Spieler, eine Spielerin, die irgendwie durch eine virtuelle Wand in ein Spiel einsteigt und quasi hinter dem Bildschirm dann was anderes ist als außerhalb des Bildschirms. Wenn man sich so überlegt, die Argumente, die man sehr oft hört, die ich auch im pädagogischen Alltag bei Ludovico sehr oft höre, ist so dieses, naja, die sind dann im Spiel das und das und vergessen dann, dass das in der echten Welt ja anders läuft. Eben die Gewaltargumentation läuft sehr oft über diese Schiene, dass man sagt, die gewöhnen sich daran im Spiel und dann ist das für sie normal und dann ist das außerhalb vom Spiel auch normal. Das Bild ist in meinen Augen sehr problematisch und gehört überdacht, weil es eben so nicht ist. Also alle, die selber mal Videospiele irgendwie ein bisschen intensiver gespielt haben oder auch einfach nur viel geredet haben mit Leuten, die das tun, werden draufkommen, wenn man darüber nachdenkt, dass das eben so nicht stattfindet, sondern dass das mehr so eine Gleichzeitigkeit ist. Man ist so halb im Spiel und halb außerhalb vom Spiel, während man spielt. Und genau das macht aber die Spiele so spannend, weil man eben diese zwei Welten zueinander bringt und weil Dinge, die im Spiel Bedeutung haben, auch eine gewisse Bedeutung außerhalb des Spiels kriegen und umgekehrt. Um das vielleicht sozusagen ein bisschen zusammenzufassen oder ja, ein Beispiel zu geben für das, was ich damit meine. In einem meiner Interviews hat mir ein junger Mann erzählt von einem Abend, wo er ein Horrorspiel oder Resident Evil zu Hause gespielt hat und hat gemeint, naja, ich sitze da zu Hause, draußen geht ein Gewitter nieder, das Haus ist leer und dunkel und ich kletter eine Leiter hinunter und drehe mich um und sehe da oben im Gang dieses Geistermädchen stehen und dann haut es mich fast vom Stuhl. Da hat jemand was über mein Bild drüber gezeichnet. dann haut es mich fast vom Stuhl. Und was man an diesem Satz ganz schön merkt, ist, wie da permanent zwischen den Realitäten gesprungen wird. Das heißt, das Haus und das Gewitter draußen sind physisch real, die Leiter, die hinuntergeklettert wird, ist im Videospiel. Und dann gibt es diesen Satz, ich drehe mich mit der Maus um, der so ein bisschen eigentlich dieses Bild zusammenfasst, dass man sagen kann,
Ich, der sich da umdreht, ist der Avatar im Spiel, also die Figur, die gespielt wird, und gleichzeitig dreht man sich aber mit der Bewegung an der Maus um. Das heißt, es ist so ein Drinnen und Draußen gleichzeitig. Und das ist es, was Spiele ganz spannend macht, vor allem eben auch zum Beispiel auf der Ebene von moralischem Erleben. Dass ich sage, ich kann im Spielen was tun, von dem ich weiß, dass es außerhalb vom Spielen böse, verboten, was auch immer ist. Und ich kann das genießen und gleichzeitig immer noch heraußen problematisch finden oder schwierig finden. Gibt noch viele, viele andere Beispiele, vielleicht können wir dann nachher noch über das eine oder andere reden. Aber es ist, glaube ich, sehr wichtig, dieses Bild im Kopf zu haben und sich klar zu machen, es ist nicht so, dass ich die echte Welt hinter mir lasse, um dann im Spielen was anderes zu sein und zu tun, sondern eben, es ist so eine Gleichzeitigkeit vom im Spiel sein, das Spiel als Welt erleben und gleichzeitig außerhalb vom Spiel sein, über die Regeln des Spiels nachdenken und so weiter und so fort. Und das ist eben sehr wichtig, wenn man sich anschaut, was Leute eigentlich tun, wenn sie Videospiele spielen oder was sie dazu motiviert, das zu tun. Was nämlich mir in meiner Forschung relativ in der Anfangsphase sehr schnell klar geworden ist und mich eigentlich durchaus überrascht hat, obwohl ich schon davor viel mit Gaming-Kultur zu tun gehabt habe, ist, wie stark immer noch Stigmatisierungstendenzen sind. Also Videospielerinnen und Videospieler kämpfen noch immer recht stark mit diesen ganzen negativen Stereotypen, die mit den Spielen zu tun haben. Und das zeigt sich vor allem auch darin, dass vor allem untereinander, also vor allem mit Menschen, von denen man weiß, dass sie auch spielen, sehr viel über Spiele geredet wird und sich ausgetauscht wird. Während zum Beispiel die meisten meiner Interviewpartnerinnen gemeint haben, wenn sie mit Leuten reden, die nicht spielen, sind sie recht zurückhaltend. Da erwähnen sie zwar vielleicht mal, dass sie das tun, aber wie lange man das tut, was man da genau tut und so weiter, wird meistens eher außen vor gelassen. Und ein ganz spannendes Beispiel, das für mich sehr schön zeigt, dass das immer noch eine Form von Stigmatisierung ist, waren zwei junge Männer, die unabhängig voneinander mir in Interviews erzählt haben, dass sie mehr über ihr Gaming-Hobby reden, wenn sie gerade in einer Beziehung sind, weil sie eben gemeint haben, wenn du als Mann Single bist und dann über Videospiele redest, wird das sofort erklärt, ja gut, jetzt weißt du, warum du Single bist. Und das zeigt eben so diese klassische Dynamik von Stigmatisierung. Es gibt ein Ding, das auf alles, was ich tue, angewandt wird und als Begründung für alles, was ich tue, herangezogen wird. Und das erleben eben Spielerinnen und Spieler immer noch relativ stark, erstaunlich stark teilweise. Und eben das zum einen, dass man da immer noch mit Stereotypen zu kämpfen hat. Zum anderen natürlich ist auch Gaming jetzt kein ganz billiges Hobby. Das heißt, es gibt eigentlich einige Hürden, um da reinzukommen. Sehr viele, gerade Jugendliche, die noch im Elternhaushalt leben, müssen auch oft sehr viele Machtkämpfe auskämpfen, um überhaupt so viel spielen zu können, wie sie wollen, oder auch nur halbwegs viel spielen zu können in ihrem eigenen Verständnis. Das heißt, die tun da eigentlich relativ viel und stecken relativ viel Energie hinein, um spielen zu können. Und darum muss man sich eben die Frage stellen, was motiviert sie eigentlich dazu? Und dem bin ich eben in meinen Interviews ganz stark nachgegangen. Und da wird es jetzt natürlich ein bisschen pauschalisierend, aber ich glaube, als Diskussionsgrundlage ist das durchaus gut. Hat sich bei mir gezeigt, dass das sehr oft mit einer Ausweichbewegung zu tun hat, nämlich dass man gewissen Autoritäten und Machtstrukturen quasi entflieht oder zu entfliehen versucht im Spiel. In Spielen funktioniert die Welt anders, man hat andere Möglichkeiten, man hat vor allem sehr viel mehr Möglichkeiten, Einfluss auf die Welt zu nehmen und aktiv zu partizipieren an einerseits Gaming-Kultur, aber eben andererseits auch an einer Spielwelt. Und ich würde es heute eben auf drei große Beispielbereiche herunterbrechen, die eben mir in meinen Interviews und meiner Forschung begegnet sind. Das erste ist das Thema der Überwachung. Jetzt nicht nur im Sinne der Digitalisierung und des Überwachungsstaates, aber vor allem, wenn man mit Jugendlichen redet. Wir haben zum Beispiel bei Ludovico regelmäßig Schulklassen, mit denen wir über Videospiele diskutieren. Hört man sehr oft, dass die sagen, nachdem so die Standardgründe, ich spiele, weil es Spaß macht und ich spiele, weil das meine Freunde auch spielen, kommen, kommt dann sehr oft der Punkt, ich spiele, weil dort die Eltern nicht sind, weil dort die Lehrer nicht sind, weil ich dort sozusagen meine Freunde in Ruhe treffen kann. Und wenn man sich die Jugendforschung der letzten Jahrzehnte, eigentlich schon seit den 80ern, ist es, finde ich, sehr präsent,
anschaut, dann sieht man, dass eigentlich seit damals schon immer wieder und wieder und wieder darauf hingewiesen wird, dass Jugendlichen die Räume abhanden kommen, dass Jugendlichen die Möglichkeiten abhanden kommen, unbeobachtet was zu tun. Da gibt es zum Beispiel gibt's eine Studie, die sagt, dass die Anzahl der Jugendlichen, Kinder und Jugendlichen, die von der Schule abgeholt werden mit dem Auto, hat sich vervierfacht. In Amerika war das in dem Fall in den letzten Jahrzehnten. Das heißt, diese freie Phase des Schulwegs geht verloren, in der man halt einfach mal mit den Freunden plaudert und tut, was man so will, und die Eltern zu Hause oder wo auch immer sind. Andere Studien, die zum Beispiel eben auch aus Deutschland, gibt es eine Studie, die zeigt, dass der Raum rund um die eigene Wohnung oder das eigene Haus, in dem sich Kinder und Jugendliche frei bewegen dürfen, hat über die letzten Jahrzehnte massiv abgenommen. Das heißt, einerseits räumlich gibt es immer weniger Möglichkeiten für Jugendliche, sich einzubringen, unbeobachtet selber sozusagen ihre Kultur entwickeln zu können, ihre Arten der Interaktion. Und andererseits ist es gerade, also das ist ein bisschen eine Sache, die sozial unterschiedlich ist, aber es gibt eben auch immer mehr zeitliche Einengung. Das heißt, die Alltage sind sehr verplant, es gibt Nachmittagsschule, es gibt die diversen Kurse, die man noch zu machen hat und so weiter und so fort. Das heißt, viele, gerade eben Kinder und Jugendliche, haben einen ganz starken Drang, irgendwo dem Ganzen auch zu entkommen und sehen teilweise in den Videospielen da eine ganz gute Lösung dafür. Was ich insofern auch recht spannend finde, weil das eigentlich genau das ist, was den Spielen oft im Gegenteil sozusagen vorgeworfen wird. Dass man sagt, die Kinder, die sitzen die ganze Zeit untätig vor dem Bildschirm, statt dass sie, wir waren noch im Wald und wir waren noch wild und was auch immer. Und eigentlich genau dieses Gefühl dieses unbeobachteten Tuns und dieses Freunde treffen können und mit denen was tun, ohne dass irgendwer von den Erwachsenen das wirklich mitkriegt, das vielleicht viele mit der Kindheit im Wald verbinden, suchen sich jetzt ganz klar Kinder und Jugendliche oft im Videospiel. Ein zweites Beispiel, das ich bringen will, das mir sehr stark auch untergekommen ist, ist so das Thema der Männlichkeit. Das liegt jetzt vielleicht nicht so auf der Hand, aber Videospiele sind ganz stark auch Orte von verschiedenen und teilweise sehr klassischen Darstellungen von Männlichkeit. Dafür werden sie auch oft und durchaus zu Recht kritisiert. Ich meine immer wieder, dass Videospiele so in ihrer Erzähllogik und in ihrer Reflexion von Geschlecht ungefähr dort sind, wo die Actionfilme in den 80ern und 90ern waren. Also was Filme vielleicht schon teilweise nicht mehr tun würden, hast du im Spiel immer noch sehr klar, so diesen einsamen Mann, der die Welt rettet, indem er alle erschlägt, die der Welt Böses wollen, ist immer noch ein sehr häufig wiederkehrendes Thema in Videospielen. Aber es geht jetzt gar nicht so sehr nur darum, sondern auch wenn es da starke Veränderungen in den letzten Jahren und Jahrzehnten gibt, auch viele Bereiche der Videospielkultur sind noch immer sehr männlich geprägt und vor allem die sehbaren, hörbaren Figuren in dieser Szene sind sehr oft männlich, weil, auch dazu gibt es viele spannende Studien, auf die ich jetzt heute nicht eingehen werde, es oft auch so ist, dass Spielerinnen sich teilweise bewusst auch unsichtbar machen, in Videospiel-Communities, weil sie eben dann sehr oft auf ihr Frausein, auf ihr Weiblichsein reduziert werden. Es hat auch eine Interviewpartnerin von mir, die aus World of Warcraft erzählt hat, ganz gut zusammengefasst und hat gemeint, wenn man als Frau im Voice-Chat online geht, dann wird man entweder quasi verdächtigt, dass man am Computer des Freundes spielt und keine Ahnung hat, oder man wird angebraten. Und beides führt dazu, dass halt im Raid oder wo auch immer relativ wenig weitergeht. Das ist natürlich eine Extremvariante und es gibt auch viele andere Erfahrungen, aber insgesamt ist diese Tendenz immer noch sehr stark da. Und auch da, wenn man sich anschaut, dass die Situation sozusagen rund um die Spiele herum, die Situation in der Gesellschaft, es ist schon relativ lang von einer Krise der Männlichkeit die Rede, die so grob zusammengefasst sich darauf bezieht, nicht darauf, dass das Patriarchat jetzt irgendwie eingestürzt wäre und die Männer plötzlich entmachtet werden, das ist es auf jeden Fall noch nicht, aber dass sie eben viel öfter in der Rechtfertigungssituation sind, als das früher war. Früher ist einfach viele männliche
Positionen sind einfach so hingenommen worden, so akzeptiert worden, waren einfach normal. Und jetzt hat man immer öfter in allen möglichen Lebensbereichen eben ein Hinterfragen von dem. Und das drängt natürlich auch Männer immer öfter in diese Position, dass sie sich rechtfertigen müssen für ihre Geschlechterbilder und auch für die Tatsache, dass sie eben in vielen Situationen die Vorherrschaft haben. Und was da sehr oft auch in meiner Wahrnehmung übersehen wird, ist, dass ja Männer nicht gleich Männer sind, sondern dass es auch unter denen natürlich auch innerhalb dieses Systems ganz stark Hierarchien gibt. Und dass natürlich gerade die, die sich ohnehin schon da und dort schwer tun, sich durchzusetzen oder eben dem gerecht zu werden, was sie von sich selber erwarten oder von dem sie das Gefühl haben, dass es die Gesellschaft von ihnen erwartet, da natürlich noch mehr auch den Drang haben, da ausweichen zu wollen. Und das hat sich in einigen meiner Interviews gezeigt, dass hier die Spiele ganz stark genutzt werden. Und zwar jetzt nicht nur so klassisch, wie man das für die irgendwie in diesen Gaming-Communities ein bisschen involviert sind, was man so von Gamergate und so weiter kennt. Das war so eine Bewegung oder eben ein Hashtag, der im Grunde mit Medienkritik angeblich begonnen hat, aber sehr bald in einen massiven Antifeminismus vor allem gerutscht ist. Also es ist nicht nur das, nicht nur Leute, die sich offen irgendwie über Frauen in Videospielen alterieren, sondern, und das ist für mich das viel Spannendere, ich habe mit mehreren Männern geredet, die zum Beispiel gemeint haben oder wo sich dann eben gezeigt hat, da ist so ein bisschen eine innere Zerrissenheit. Einerseits waren die voll dafür, eben diese ganzen Dinge kritisch zu hinterfragen und natürlich eben auch für Gleichberechtigung und Co. Und gleichzeitig haben sie gesagt, irgendwie genießen sie es halt ab und zu im Spiel einfach nochmal so den klassischen Helden raushängen zu lassen, und die Welt retten gehen zu können. Manche haben auch recht explizit das beschrieben und haben gesagt, sie würden ja gern an der physischen, an der realen Welt was ändern, aber das ist halt oft sehr schwierig. Es ist sehr schwierig, irgendwie Einfluss zu bekommen oder eben in den Bereichen, die einem wichtig sind, was weiterzubringen. Und da ist es halt manchmal angenehm, dass einem Spiele diese Möglichkeit bieten, dass man ab und zu einfach in so eine Fantasiewelt abtauchen kann, in der man diese Optionen auch durchaus hat. Also das ist durchaus auch ein sehr spannender Bereich in meinen Augen, der sehr vielschichtig eben funktioniert. Wenn wir uns anschauen, wo teilweise die Debatten, die öffentlichen Debatten sind, was Geschlechterrollen und Gleichberechtigung angeht, und sich dann aber auch anschaut, wo sind die Unterhaltungsmedien, dann kann man nicht abstreiten, dass da momentan sehr unterschiedliche Dinge kommuniziert werden. Und das ist was ich eben auch sehr stark wahrgenommen habe, dass sehr viele Leute auch mehrere Bilder ihres eigenen Geschlechts sozusagen in sich tragen und auf der einen Seite froh sind über die Entwicklungen, die da stattfinden und auch Befürworter sind von eben zum Beispiel Gleichberechtigungs- oder Ausgleichstendenzen und gleichzeitig eben immer noch so alte, zum Beispiel eben Heldenbilder oder Männerbilder mittragen, denen sie dann ab und zu eben auch gerecht werden wollen. Also das ist ein ganz spannendes Spannungsfeld, das sich da auftut. Und ein dritter und letzter Bereich, auf den ich eingehen will, ist vielleicht, wenn man so will, ein Stück weit gegenläufig zu den anderen beiden, während nämlich sowohl in dieser Überwachungs- oder eben in dieser Einschränkungsdebatte als auch in dieser Männlichkeitsdebatte sehr stark darum geht, die Räume als welche zu nutzen, wo man mehr Impact hat, wo quasi präsenter auftreten kann und so weiter und so fort, sind mir auch einige Leute untergekommen, die die Spiele auch sehr stark genutzt haben, um sich ein Stück weit zurückzuziehen oder zumindest die Intensität von sozialem Miteinander zu reduzieren. Was meine ich damit? Ein Beispiel zum Beispiel ist eine junge Frau, mit der ich geredet habe, die am Anfang ihres Studiums missbraucht oder eben misshandelt worden ist und darauf basierend sich eine Sozialangst, Sozialphobie sozusagen entwickelt hat und die dann selber eben erzählt hat, dass sie das in Online-Spielen, in dem konkreten Fall in World of Warcraft, sehr gut abbauen hat können, nämlich in dem Sinn, dass sie dort die Möglichkeit hatte, Sozialkontakte aufzubauen, aber selber ganz genau zu definieren, wie viel Nähe will sie, jederzeit die Möglichkeit gehabt, diese Kontakte abzubrechen,
beziehungsweise natürlich auch die Möglichkeit gehabt hat, nur das von sich preiszugeben, was sie von sich preisgeben wollte. Das ist natürlich ein sehr drastisches Beispiel, das gibt es in viel abgeschwächteren Varianten auch, nämlich was Videospiele ganz stark und vor allem Online-Communities ganz stark bieten, das hat man teilweise auch in sozialen Netzwerken und anderen Formen von Online-Kommunikation, aber in Spielen ist es sehr stark zu sehen, ist eben diese Möglichkeit, gewisse Aspekte meines Charakters draußen oder meiner Person draußen zu lassen und das mitzunehmen, was ich mitnehmen will. Das heißt eben, in sehr vielen Videospielen ist es zum Beispiel unmöglich, irgendwie Videochat oder so oder sonst was zu machen. Das heißt sozusagen, die eigene Körperlichkeit, damit auch die eigene Körperästhetik, bleibt quasi draußen und man kann das, und das verliert dann eben an Bedeutung im Spiel. Genauso ist es, wie ich schon vorher kurz darauf hingewiesen habe, durchaus so, dass immer wieder mal auch Geschlecht verheimlicht wird oder eben es gibt auch relativ viele Fälle von Leuten, die durchaus bewusst damit spielen, die einfach in der Community ein anderes Geschlecht vorgeben, als sie das draußen in der physischen Realität haben. Und das kann natürlich in viele andere Bereiche gehen. Ein schönes Beispiel, das es dafür auch noch gibt, ist aus einer Forschung von Celia Pierce, die eine ganz spezielle Online-Community erforscht hat. Und quasi die Leiterin dieser Community war eine Frau im Rollstuhl. Und die hat eben dann im Interview von sich selbst erzählt, dass sie gemeint hat, sie fühlt sich nicht wie eine Person, die nicht aufstehen und nicht gehen und nicht laufen und nicht springen kann. Und während sie das mit ihrem physischen Körper nicht kann, kann sie das im Spiel tun. Und dementsprechend fühlt sie sich in gewissen Aspekten von ihrem Leben, eigentlich von ihrem Avatar, von ihrer Computeridentität, besser repräsentiert als von ihrem Körper, den sie draußen hat. Auch das natürlich wieder ein recht drastisches Beispiel, aber ich glaube, sie zeigen ganz gut, was ich damit meine. Dass man eben, wir leben in einer Gesellschaft, in der Beurteilungen und Bewertungen immer stärker werden. Ich glaube, das kann man so sagen, gerade jetzt mit immer bildlastigeren sozialen Medien. Aber sie war ja natürlich auch vor denen schon ein großes Thema. Und es ist auch relativ klar, dass über den Körper relativ viel quasi Druck und Macht auf uns ausgeübt wird von allen Seiten. Eben, das fängt bei Ästhetik an und hat halt eben die ganzen Gesundheitsziele und Auflagen kommen da hinterher. Und so weiter und so fort. Man muss charismatisch sein, man muss eine Ich-AG sein und sich möglichst gut am Arbeitsmarkt vermarkten und so weiter und so fort. Und viele Leute, eben mit denen ich darüber geredet habe, was das Spielen für sie so ist und warum sie so tun, haben eben auch das Thema immer wieder mal aufgebracht, dass sie gemeint haben, es ist einfach so angenehm, gewisse Aspekte einfach hinter mir zu lassen, die Leute in dem Spiel, das ich spiele oder wo auch immer, in der Community, in der ich mich bewege, die mögen mich für das, was ich in dem Spiel weiß und kann und bin und dass es lustig ist, mit mir was zu machen. Und es liegt an mir zu entscheiden, wie viel ich da also von meinem physisch realen Ich mitnehme und wie viel ich draußen lasse. Das heißt, eben, Videospiele bieten die Möglichkeit, mit der eigenen Identität zu spielen und Sozialkontakte zu haben, wo man ein bisschen mehr selber die Regeln bestimmen kann oder selber mehr Einfluss darauf hat, wie man sein will, wie man sich präsentieren will, was man tun will. Und das wäre dann eben ein drittes Beispiel, von dem man zwar sagen kann, es ist irgendwie ein bisschen gegenläufig zu den anderen, weil während bei den ersten zwei man es zusammenfassen könnte als ein Wunsch nach mehr Öffentlichkeit, nach mehr Präsenz in sozialen Gruppen, ist es in dem Fall, wenn man so will, ein weniger an sozialer Präsenz. Aber was alle drei sozusagen verbindet miteinander, ist, dass es eine gewisse Form der Ermächtigung ist. Also dass einfach das Spiel, die Spielwelten, die Spielmöglichkeiten den Leuten die Option geben, ein bisschen mehr selber zu entscheiden, wie sie sein, wie sie tun, wie sie handeln wollen. Plus eben mit Welten zu interagieren, auf die sie mehr Einfluss haben. Das ist ein immer wieder auftauchendes, ganz konkretes Erlebnis von sehr vielen Menschen, dass man in der Lebensrealität sich oft irgendwo bemüht und versucht, Dinge zu ändern und sie ändern sich dann halt doch nicht. Das ist etwas, was in Spielen tendenziell ganz anders ist, weil das ja genau die Richtung ist, in die Spiele sozusagen designt werden, dass man da selber entscheiden kann und selber einwirken kann. Und dass eben dadurch die Spiele eine Möglichkeit bieten,
sozusagen ein bisschen mehr sich als selbstwirksam zu erleben, als entscheidungsfähig zu erleben und eben gerade in den Gilden und Clans und so weiter, der Team-Online-Spiele oder Gruppen-Online-Spiele, sich auch mit seinen Fähigkeiten als notwendig und wertgeschätzt zu fühlen. Harald, entschuldige. Harald, ja? Im Chat ist eine Frage aufgetaucht zu dem Thema, nämlich die Tamara fragt, was ist, wenn die Community dann wichtiger ist als eigentlich die sozialen Kontakte im wahren Leben? Das ist eben also grundsätzlich mal würde ich sagen, man muss vorsichtig sein mit diesem Begriff des wahren Lebens, weil sich ganz stark gezeigt hat, dass natürlich auch Online-Kontakte, das lernen wir jetzt eigentlich alle, die es nicht schon in den Spielen gelernt haben, lernen es jetzt während Corona. Online-Kontakte sind durchaus auch wahre und reale Kontakte. Natürlich mit vielen, natürlich mit gewissen Aspekten, die dabei fehlen. Sozusagen aus meinem persönlichen Umfeld ist mir irgendwann einmal aufgefallen, ich kenne ungefähr gleich viele Kinderpaare wie World of Warcraft-Paare. Das heißt, es führt ja dann teilweise auch zu realen Freundschaften, realen Beziehungen und Ähnlichem. Aber natürlich ist das immer gleichzeitig eine Chance und, wenn man so will, eine Gefahr. Also die Faszination, sich jetzt irgendwie in die Spielwelten zurückzuziehen und in den Spielwelten sich anders zu erleben, als man das außerhalb des Spiels tut, kann eben positive Effekte haben. Also es gibt eben durchaus Leute, die selber sich so beschreiben, dass sie sagen, sie hatten ein Problem mit Sozialkontakten, sie hatten irgendwie Angst vor sozialen Situationen, haben sich dann quasi eben in den Spielen da wieder mit Communities angefreundet und denen angenähert, irgendwann real mit denen getroffen und irgendwann hat das dann sozusagen auch in der physischen Welt wieder besser funktioniert. Gleichzeitig gibt es natürlich das große oder zumindest die viel diskutierte Gefahr und natürlich auch vorhandene, dass dann eben das, was online passiert, einfach viel besser funktioniert und man sich deswegen immer weiter dorthin zurückzieht. Was eben, glaube ich, da, und das ist dann schon mein Schlusspunkt, und dann kann man ins Diskutieren gehen, warum ich finde, dass das so wichtig ist, ist, weil eben wir haben zum Beispiel die Suchtdiskussion rund um Videospiele in den letzten Jahren immer stärker, und das ist auch eine wichtige und gute Diskussion, wo wird es exzessiv, wo wird es suchtartig, wo braucht es Hilfe von außen, um das irgendwie unter Kontrolle zu kriegen. Aber in den wenigsten Fällen wird eben wirklich wieder der Blick vom Spiel auf die Leute und auf die Gesellschaft zurückgelenkt. Und im Grunde, glaube ich, kann man sagen, jedes exzessive und irgendwie problematische Spielverhalten fußt in irgendeiner Problemlage, die außerhalb vom Spiel da ist. Das heißt, es sind nicht die Spiele jetzt quasi die Substanz, die einen abhängig macht, sondern eben in allen den von mir beschriebenen Varianten ist das Spiel die vermeintliche Lösung für ein Problem, das ich außerhalb vom Spiel wahrnehme oder für eine Machtlosigkeit, die ich wahrnehme oder eben irgendein Bedürfnis, das ich außerhalb vom Spiel aufgebaut habe und das ich in anderen Räumen irgendwie nicht befriedigen kann. Also was, glaube ich, ganz wichtig ist auch noch zum Schluss, das heißt ja eben nicht, dass alle Leute, die jetzt Videospiele spielen, die nur spielen, weil sie mit ihren Problemen nicht umgehen können und so weiter und so fort, aber eben, sie haben gewisse Bedürfnisse, die vielleicht anderswo nicht so gut befriedigt werden und von denen sie sagen, im Spiel funktioniert das ganz gut für mich. Vielleicht ein letztes Beispiel noch, das eben weniger problembehaftet ist. Ein Mann, den ich auch eben interviewt habe, der war gerade am quasi Karriere machen in einem der Grazer Technikbetriebe der Großen, hat Haus gebaut und sehr viel gearbeitet. Und der hat eben erzählt, er hat früher Handball gespielt und Handballtraining und Handballspielen war für ihn immer die Phase vom Tag, wo er einfach an nichts anderes denken hat können, weil er körperlich komplett gefordert war, geistig komplett gefordert war und einfach so im Moment sein hat müssen, um gut spielen zu können. Und mit Arbeits- und Hausbaualltag hat das dann einfach nicht mehr funktioniert, regelmäßig an diesen Trainings teilzunehmen. Und der hat eben zum Beispiel gesagt, für ihn ist das, in seinem Fall war es, glaube ich, Counter-Strike, also Online-Shooter, wo er sagt, er geht zwar noch laufen zum Beispiel, also er hat jetzt nicht den Sport durchs Videospiel ersetzt, aber beim Laufen denkt er halt trotzdem über den Alltag und seine Verpflichtungen und so weiter nach. Und er hat gesagt, im Spiel ist es für ihn immer noch so, dass ihn das einfach so voll abholt, dass das einfach mal die Entspannung insofern funktioniert, als er mit was anderem so gefordert ist,
dass er sozusagen mal ein bisschen abschalten kann, was sonst sich so tut in seinem Leben. Das heißt, da würde ich zum Beispiel sagen, da gibt es jetzt kein konkretes, irgendwie das Leben gefährdendes Problem, sondern da gibt es einfach ein Bedürfnis, das im Alltag sehr schwer zu erfüllen ist und wo die Spiele eine gute Möglichkeit bieten, das zu lösen. Und das ist es natürlich in den allermeisten Fällen, dass man einfach sagt, das und das würde ich gern erleben, würde ich gern haben, da habe ich irgendwie ein Bedürfnis und das Spiel bietet mir die Chance, das zu lösen. Und dort, wo eben das Ganze exzessiv und problematisch wird, ist es eben ganz, ganz oft, und das bestätigen auch die Suchtpsychologen, mit denen ich geredet habe, die sich mit Videospielen auch befassen, natürlich, dass sie sagen, ja, die Ursache des Ganzen liegt eben immer in der Bedürfnislage, in der Problemlage außerhalb des Spiels und das Spiel ist eine vermeintliche Lösung. Vermeintlich jetzt unter Anführungszeichen, manchmal funktioniert es anscheinend tatsächlich ganz gut als Lösung, manchmal ist es eben mehr eine Flucht, die eigentlichen Probleme kaum lösen kann. Und was dabei eben ganz wichtig zu sehen ist, ist, wenn ich jetzt quasi, wie das viele Eltern gern oft androhen, irgendwann einfach den Stecker ziehe, weil es mir reicht mit den blöden Videospielen, dann habe ich den Ansatz einer Lösung weggenommen, aber am Problem nichts geändert. Und dementsprechend das Ganze vielleicht sogar nur erschwert oder verschlimmert. Und das eben sozusagen dann auch der Appell für die Praxis aus dem Ganzen heraus, die Spiele als Anlass nehmen und als Ausgangspunkt, um sich anzuschauen, woher kommt die Faszination, welche Bedürfnisse werden vom Spiel erfüllt und warum, gerade dort, wo es exzessiv wird, können die woanders nicht so gut erfüllt werden. Harald, zwei Fragen, beziehungsweise eine Frage und zwei Fragen und eine Handhebung. Ich würde es jetzt gern chronologisch durchgehen mit dir. Die Elisabeth fragt, was heißt für dich eigentlich exzessiv? Das ist eine natürlich sehr schwer zu beantwortende Frage, die man seriös wirklich nur im Einzelfall beantworten kann. Also sehr oft, so erlebe ich es zumindest, wird man quasi nach Zeiten gefragt, ab wie vielen Stunden pro Tag ist es exzessiv oder ab wie viel, was auch immer, ist es gefährlich. Und ich glaube, da hilft es sehr oft, gerade wenn man jetzt irgendwie vielleicht zum Beispiel den Zugang zur oder das Gefühl für Faszination von Videospielen wenig hat, das einfach mit anderen Dingen zu vergleichen, die man kennt, anderen Hobbys. Es gibt viele zeitintensive Hobbys und manche haben halt irgendwie ein besseres soziales Standing als andere. Ein ganz gut funktionierendes Beispiel ist natürlich immer der Sport oder der Leistungssport, dass man sagt, wenn ich 20, 30 Stunden in der Woche mit meinem Sport verbringen, dann bringt man das wahrscheinlich sehr oft eher Anerkennung als irgendwie Kritik. Da wird wenig der Vorwurf des Exzessiven aufkommen, während er das bei Videospielen sehr wohl tut. Auch bei anderen Dingen, wenn ich sage, ich bin Modellbauer und verbringe mein ganzes Wochenende in einem Keller und baue an meiner Modelleisenbahn, dann bin ich dadurch vielleicht zwar irgendwie komisch oder vielleicht ist es ein bisschen wenig sozial, aber die wenigsten Leute werden es als Suchtverhalten beschreiben. Aber in all den Fällen kann es natürlich in die Richtung gehen und in all den Fällen muss man da aufmerksam sein. Das heißt, ob was exzessiv ist oder eben ob was problematisch ist, zeigt sich vielmehr daran, welche Funktion das im Leben einnimmt und wie sehr das Leben drumherum funktioniert oder eben immer schlechter funktioniert. Das heißt eben, ich würde sagen, exzessives, also problematisch exzessives Spielen, wenn man das jetzt sozusagen definiert als am Weg zur Sucht oder zur Suchtgefährdung, ist ganz, also am klarsten wohl damit zu erkennen, ob das Leben drumherum in einer Art und Weise leidet, die wirklich problematisch ist. Und da geht es dann auch noch sehr stark um den Zeitraum. Also die Definition, die es momentan sozusagen offiziell für Videospielsucht gibt, die beschreibt bestimmte Faktoren, die quasi das Leben unter dem Verhalten leidet. Und einige dieser Faktoren müssen über ein halbes Jahr lang gegeben sein, dass man wirklich sagt, jetzt wird es problematisch, weil eben, dass man kurz einmal ein paar Tage, ein paar Wochen irgendwas extrem exzessiv tut und dann halt auch einfach wieder aufhört. Kennen viele zum Beispiel, seit es Netflix gibt von den Serien, dass man sagt, wenn man ein langes Wochenende gehabt und die 6 Staffeln Mad Men schaut oder was auch immer. Das heißt, da immer auch, glaube ich, was das sehr, sehr helfen kann, ist das Vergleichen mit Dingen, die man kennt und die man zuordnen kann
und dann eben auch zu überlegen, wo wird es problematisch. Gerade bei Serien kann das ganz gut funktionieren, dass man sich einfach überlegt, wo ist es dann wirklich zu viel und man muss dagegen lenken und wo ist es halt einfach mal ein intensives Hobby oder eine intensive Phase. Du hast sehr elegant gleich die zweite Frage von Christian mit beantwortet, der nämlich wissen wollte, wann man von einer Spielsucht spricht. Ich möchte mal einerseits alle einladen, natürlich Fragen zu stellen, und andererseits möchte ich jetzt den Markus einladen, seine Frage selbst zu stellen. Er hat nämlich die Hand gehoben, Markus. Du müsstest dich entmuten, wenn du möchtest. Danke für den Hinweis. ja, danke, Harald, für die Ausführungen. Ich hätte noch was anzumerken zum Thema Computerspielsucht. Du hast bereits gesagt, dass dem suchtartigen Spielverhalten immer anderes Bedürfnis zugrunde liegt, ja, dass da eine andere Problemlage wahrscheinlich im Vordergrund ist und das Spielverhalten bereits ein Lösungsversuch ist der Person. Und das stimmt, ja, ganz sicher, aber es ist bei allen Suchtarten so. Also das ist bei Alkoholsucht genauso wie bei Glücksspielsucht so, dass das Primärproblem ganz selten der Stoff selbst ist, sondern die Lebensumstände, der die Person ist. Das heißt, auf die Art und Weise kann man meiner Meinung nach schwer eine Lanze brechen für das Computerspielen selbst, wo ich das Gefühl gehabt habe, dass du das ein bisschen möchtest. Was ich halt für wichtig empfinde, darauf hinzuweisen, ist, dass ein Spiel ja nicht gleich ein Spiel ist. Und das ist jetzt wenig Zeit gewesen für dich. Und das hast du sicher gesagt, aber dass es einen großen Unterschied macht, ob ein Mensch jetzt, ein Online-Rollenspiel spielt oder eine FIFA-Simulation oder ein Mobile-Game, wo halt dann einfach vielleicht Finanzierungsmodelle zum Tragen kommen, die bewusst auf solche suchtverstärkenden Mechaniken zurückgreifen. Ja. Und ich glaube, das ist ein großer und wichtiger Punkt, wenn man sagt, Online-Gaming, das umfasst so viel. Ja. Das ist so, als würde man sagen, Bücher, ja. Also kann ich ein Fachbuch lesen, ich kann ein lustiges Taschenbuch lesen oder ich kann ein politisches Manifest lesen von einer Richtung, die mir halt nicht zusagt vielleicht. Und das macht also einen großen Unterschied in der Wirkung. Das wollte ich nur anmerken. Ja, gebe ich dir auf jeden Fall in allen Punkten recht. Also einerseits, ja sicher, Sucht funktioniert allgemein so und eben, das soll jetzt für mich eben auch nicht... Die Spiele, also es ging mir jetzt da gar nicht so darum, irgendwie eine Lanze für die Spiele zu brechen, sondern mehr eben zu zeigen, wie diese Dinge funktionieren, weil es eben in meiner konkreten Wahrnehmung von der Diskussion über Videospiele sehr oft eben sehr wenig über die Ursachen außerhalb des Spiels diskutiert wird und das sicher wichtig wäre, den Blick darauf zu lenken. Und was du jetzt eben angedeutet hast, auch mit den Finanzierungsmodellen und so weiter, ist natürlich ein großes Thema, das jetzt heute ich auch einfach nicht konkret angegangen bin. Aber das ist ein ganz entscheidender Punkt, nämlich insgesamt das, was ich jetzt beschrieben habe, ist die Perspektive der Spielenden, wie sie es mir erzählt haben. Sie nutzen die Spiele als Orte, in denen sie sich freier fühlen, in denen sie sich wirkmächtiger fühlen und so weiter und so fort. Was man aber natürlich nicht vergessen darf und was das Ganze schon in vielen Bereichen sehr kritisch macht, ist, dass das ja keine freien und unbesetzten Räume sind, sondern die werden von einer Industrie zur Verfügung gestellt und diese Industrie will damit natürlich auch Geld verdienen und tut das eben teilweise in irgendwie durchsichtigeren und irgendwie akzeptableren und teilweise in problematischeren Varianten. Und das ist sicher ein Thema, das da ganz groß zu bedenken sein wird und immer mehr zu bedenken sein wird, dass wenn Leute das immer mehr als sozialen Raum, als Erlebnisraum und so weiter nutzen und eben das Gefühl haben, dort irgendwie mehr Mitspracherecht, mehr Wirkkraft zu haben als anderswo, kann das eben durchaus auch insofern gefährlich sein, als eben genau diese Bedürfnisse ja dann von einer Wirtschaft bedient werden, die das ja nicht tut, um den Menschen zu helfen, sondern um Geld zu verdienen. Harald, im Chat sind auch noch weiter drei Fragen reingekommen, nämlich die eine eher eine Bestätigung von dem, was du gesagt hast, was eben wieder um Suchtverhalten geht, was Spielen betrifft, nämlich dass er quasi die Gewohnheit erst dann bedenklich ist, wenn es Leben in irgendeiner gewissen Weise eben einschränkt, sei es eben zum Beispiel im Job oder in dem Freundeskreis oder in einer Persönlichkeitsveränderung. Ich glaube, es ist ja das, wie du das gesehen hast, oder? Genau, also auf jeden Fall, und das ist auch, weil eben sehr oft die Situation, gerade wenn man irgendwie in der Position der Eltern oder der Pädagoginnen ist ja die, dass man es von außen irgendwie beurteilen oder bewerten muss, was man da wahrnimmt, was man da sieht. Und natürlich ist es so, dass
ganz viele jugendliche Phasen haben in ihrem Leben, wo Spielen das Spannendste und das Interessanteste ist und man das Gefühl hat, wenn man sie lassen würde, würden sie einfach nur noch spielen. Und da eben genau deswegen ist es ja das, dass man sagt, einerseits muss man schauen, wie funktioniert das Leben drumherum und andererseits muss man schauen, über welche Zeiträume zieht sich das? Verlieren eben wirklich Freundschaften an Bedeutung oder ist es jetzt halt einfach eine Phase, wo alle im eigenen Freundeskreis das halt irgendwie gemeinsam spielen? Das heißt, eben viel weniger darauf schauen, wie viel Zeit geht da hinein, als zu schauen, eben welche Funktion erfüllt das und was bedeutet das fürs Leben drumherum. Und auch da eben nochmal sozusagen der Appell, das mit Dingen zu vergleichen, die man kennt. Also es ist relativ normal, in der Kindheit kennen es sowieso alle und in der Jugend geht das ja auch sehr stark hinein, dass man so Phasen hat und Dinge einfach eine Zeit lang unglaublich interessant sind und alles andere ist wurscht. Das ist einfach so die Art und Weise, wie Jugend ganz oft auch funktioniert. Und den Unterschied muss man eben erkennen. Ist das jetzt halt gerade die Phase und der Rest wird ein bisschen schleifen gelassen, aber es hat schon immer noch Bedeutung? Oder ist das wirklich so ein, deswegen wird ja gern von der Suchtspirale gesprochen, so ein immer tiefer hineinschlittern in was, wo man dann einfach gar nicht mehr recht rauskommt? Mhm. Und Nicole, ich hoffe, du verzeihst mir, aber ich möchte gerne die Frage von der Maria aus dem Chat noch vornehmen, weil es auch gut zur Thematik passt, nämlich eben die Auswirkung von Spielen auf die Psyche zum Beispiel. Maria fragt nämlich, ob man diese sogenannten brutaleren Spiele, also die Shooter und so weiter, nicht auch eine negative Auswirkung auf die Psyche von Kindern und Jugendlichen haben, beziehungsweise inwieweit man dementsprechend der Kinder und Jugendliche eben unkontrollierten Anführungszeichen spielen lässt, nämlich Stichwort FSK, Shooter und so weiter. Ja, ist ein großes und durchaus schwieriges Thema. Insgesamt kann man sagen, es ist die öffentliche Wahrnehmung drastischer als die wissenschaftliche, sagen wir mal so. Also das, was es an psychologischer Forschung und so weiter gibt, sagt, es gibt da und dort problematische Tendenzen und problematische Reaktionen, aber es läuft eben in keinem Fall so direkt, dass man irgendwie sich im Spiel abstumpft und dann hinausgeht und die Gewalt auch in der physischen Realität ausübt oder ähnliches. So als Anhaltspunkt ist da eben einerseits gibt es sogenannte Problemindikatoren, wo man sagt, wenn rundherum das soziale Setting problematisch ist, wenn jemand reale Gewalterfahrungen hat, sich sowieso schon extrem schwer tut, mit Konflikten umzugehen, wenn es eben ein schwaches soziales Netz gibt und so weiter und so fort. Wenn mehr von diesen Faktoren zutreffen, dann muss man auch immer genauer drauf schauen, was machen die Medien und wie wird mit Medien umgegangen. Allgemein kann man sozusagen als Fazit aus dem, was es an Forschung gibt, durchaus ziehen, dass jemand, der sozial gut eingebettet und irgendwie quasi gesund und sozial aktiv ist, nicht durch Spiele und auch durch Gewaltspiele nicht irgendwie sein Verhalten da ändern wird. Was aber, glaube ich, sehr wohl zu führen ist, ist das Ganze eben auf einer quasi moralischen Ebene. Also es ist, die Diskussion wird und wurde sehr stark auf der psychologischen geführt und es macht sehr stark Sinn, sie auf eine ethische Ebene rüberzuschieben und zu sagen, auch wenn mein Kind nicht zum Gewalttäter wird, nur weil er Shooter spielt, ab 18 spielt oder was auch immer, macht es trotzdem Sinn, mir Gedanken darüber zu machen, ob ich das will, ob ich finde, dass das die richtigen Unterhaltungsformen sind und so weiter und so fort. Da sind auch die Altersfreigaben sicher eine gute Möglichkeit, um sich mal dran festzuhalten. Sie sind jetzt auch durchaus in gewissen Bereichen problematisch, aber sie sind sicher eine Stütze, um das gut machen zu können. Beziehungsweise eben auch da sozusagen ein bisschen der Appell, in die Gespräche, in den Kontakt zu gehen. Man kann Spiele sehr gut auch nutzen, um mit Jugendlichen über Gewaltdarstellungen und über moralische Fragen zu diskutieren. Was in den Game Studies, also so in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Videospielen sehr stark diskutiert wird momentan und jetzt eh schon länger und wohl auch nicht mehr weggehen wird, sind eben mehr so die Weltbilder und eben zum Beispiel Geschlechterbilder und so, die da mitgebracht und miterzählt werden, wo man natürlich jetzt mit klassischen Studien nur sehr, sehr schwer messen kann, was sich da verändert bei den Menschen und gleichzeitig trotzdem wichtig ist, die Diskussionen zu führen und sich das anzuschauen.
Also eben so ganz simpel runtergebrochen, ja, die Altersfreigaben sind ein guter Punkt, um sich mal dran festzuhalten. Gleichzeitig kann man Spiele gut nutzen, um mit Jugendlichen darüber zu diskutieren. Auch da noch einmal dieses an die eigene Kindheit und Jugend denken, da hat man halt irgendwie mit Stoff, mit Holzgewehren aufeinander geschossen und dann ist wer gestorben oder man hat sonst irgendwie die Gewalt nachgeahmt. Das heißt sozusagen, diese Faszination ist ja nichts Neues und trotzdem gehört sie, glaube ich, diskutiert und reflektiert. Und man merkt, sobald man im Gespräch ist mit Kindern und Jugendlichen und mit ihnen über Gewaltdarstellungen redet, finde ich relativ schnell, ob sie das halbwegs gut reflektieren oder ob das in irgendeiner Weise vielleicht problematisch ist. Und da sind wir eh schon mitten im Spielen drinnen auch wieder. Die Frage ist nämlich aufgetaucht von Nicole, was spielen junge Menschen heute gerne online bzw. digital? Gibt es irgendwie so Rankings oder so? Oder? Es gibt natürlich die ganz großen Spiele, eben die letzten 1,5, 2 Jahre haben wir alle nur über Fortnite geredet, die wir irgendwie pädagogisch mit Videospielen zu tun gehabt haben, weil das einfach das ganz große und mit Abstand größte Spiel dieser Zeit war. Davor war eine lange Phase, wo Minecraft ziemlich weit vorne war. Es ist aber insgesamt sehr divers und das ist ja das, was der Markus auch schon merkt hat, dass natürlich unterschiedliche Spiele auch sehr unterschiedlich funktionieren für die Leute. Wir machen es so, dass wir, wenn wir mit Schulklassen arbeiten, immer am Anfang für die Gruppe quasi erheben, was sind die Lieblingsspiele in dieser Gruppe. Und eben in denen Minecraft war ganz lang eigentlich immer vorne mit dabei, FIFA ist ganz stark mit dabei. Dann war es lang so, dass eben immer in den Top 3 ein Shooter war. Das hat meistens gewechselt zwischen Call of Duty und GTA. Das eben das eine ein klassischer Action-Ego-Shooter und das andere so eine Simulation ist zu viel gesagt, aber ein Abenteuer eines Kriminellen, der sich halt nach oben arbeitet in den kriminellen Hierarchien einer Stadt oder einer Region. Und die sind aber lustigerweise oder interessanterweise ein bisschen abgelöst worden bei uns, zumindest eben in unseren Mini-Umfragen von Fortnite und Co. Also seit Fortnite gibt auch Call of Duty weniger auf. Wobei es da eben natürlich sehr oft dann einen Cut gibt irgendwann. Also es ist natürlich auch eine Altersfrage. Die Schulklassen, mit denen wir arbeiten, sind größtenteils Unterstufe, also eben so zwischen 10 und 14. Und meine Wahrnehmung ist, dass es sich, umso älter die Leute werden, umso mehr diversifiziert sich es, also umso mehr finden sie sich dann halt den Bereich, der sie interessiert. Und was da, glaube ich, auch wichtig immer wieder mal zu sehen ist, weil es von außen oft wenig so wahrgenommen wird und Gamer oder Spielerinnen oft so in einen großen Topf geworfen werden. Es gibt sehr viele Leute, die sehr intensiv spielen, aber sich nur in einem Genre oder bei ein, zwei Spielen aufhalten und oft wenig Ahnung und eben auch wenig Interesse von anderen haben. Also die einen finden sich das Online-Rollenspiel, die anderen spielen eigentlich immer nur das neue FIFA. Und dann gibt es eben Leute, die so in einem gewissen Genre sich immer bewegen. Also es sind schon eben, wie der Markus hat ja das Beispiel, glaube ich, in dem Buch gebracht, es ist halt ein riesiges, diverses Medium. Und umso älter die Leute werden, die sich damit auseinandersetzen, umso mehr finden sie sich halt den Bereich, der ihnen taugt. Und nur weil ich gern lese, heißt das nicht, dass ich gern eben, vielleicht lese ich gern Romane oder ich lese eben gern Sachliteratur oder was auch immer. Gibt es sonst noch Fragen von euch, die jetzt auf der Zunge oder in den Fingern brennen? Jawohl. Gibt es pädagogisch wertvolle Spiele, die du empfehlen würdest, jetzt für Jüngere, also Jüngere jetzt quasi Unterstufenschüler, also sprich zwischen 10 und 14, gibt es da irgendwas, was du sagst? Also grundsätzlich muss ich und will ich als Ludovico-Mitarbeiter natürlich sagen, jedes Spiel hat pädagogischen Wert. Also das grundsätzlich ist es einmal so, dass man in jedem Spiel ja Aufgaben lösen, Dinge schaffen oder was auch immer muss. Das heißt, auch immer Lerneffekte mitnimmt und aus den Erlebnissen eben was mitnehmen kann. So klassisch eben zu sagen, pädagogisch empfehlenswert, da gibt es natürlich einiges. Da geht es dann aber, finde ich, auch wieder sehr stark darum, sich zu überlegen, was will man denn vermitteln? Das heißt, manche Spiele, teilweise eben so die klassischen Nintendo-Geschicklichkeitsspiele, sind ganz gut, um ein bisschen Frusttoleranz aufzubauen und um sich ein bisschen mit dem
Verlieren und Gewinnen auseinanderzusetzen. Andere Spiele erzählen zum Beispiel schöne Geschichten oder vermitteln auf dem Weg etwas. Also ich glaube, wenn man auf der Suche nach pädagogischen Spielen, also pädagogisch empfehlenswerten Spielen ist, ist zum Beispiel eben die BUP, also die Bundesstelle für die Positivprädikatisierung von Computer- und Konsolenspielen, vom Bund eine ganz gute Anlaufquelle. Die testen eben Spiele auf genau das hin, dass sie sich anschauen, ist es ein gutes Spiel und wenn ja, ist es auch noch ein Spiel, das man auf pädagogischer Ebene empfehlen kann. Also die Seite www.bup.at ist da eine ganz gute Chance. Und sonst, wenn man quasi die passenden, also ja, wenn man für Kinder Spiele sucht, muss man sich eben immer auch überlegen, was will man eigentlich damit und was kann passen. Es gibt relativ viele Spiele, oder in meiner Wahrnehmung insgesamt immer mehr, die man auch wunderbar zu zweit kooperativ spielen kann, also miteinander. Es gibt gerade vor kurzem auf einer österreichischen Seite, ich glaube auf Video Game Tourism haben sie es publiziert, sind ein paar Elternempfehlungen aufgetaucht jetzt mit der Corona-Zeit, welche Spiele man gut mit kleinen Kindern zu Hause spielen kann. Und ich glaube, dass das oft eigentlich die schönsten pädagogischen Effekte sein können, dass man eben miteinander was erlebt, miteinander was schafft, miteinander was weiterbringt. Da gibt es durchaus einiges, was man tun kann oder spielen kann. Eine Frage, die noch aufgetaucht ist, beziehungsweise eher auch eine Bitte, glaube ich, so fasse ich es zumindest auf, jetzt weg von den ganzen Risiken und Problematiken und so weiter hin zu den Chancen von Online-Gaming, nämlich das Beispiel ist angeführt im Chat, Menschen, die mit Behinderungen leben, im Rollstuhl zum Beispiel quasi und da sie aus gewisse Dinge tun können. Eben die Bitte war, über das mal kurz zu reden, so irgendwie die Chancen von Gaming. Genau. Also ich habe es ja teilweise auch schon angedeutet, eben einerseits mit genau dem konkreten Beispiel einer Spielerin im Rollstuhl, die einfach sagt, das gibt ihr andere Möglichkeiten, Dinge zu erleben, auch Gemeinschaft zu erleben. Es ist auch so, eben, drum bin ich immer sehr vorsichtig, wenn so Formulierungen mit, aber was ist, wenn die Spiele Freundschaften wichtiger werden als die echten Freundschaften, da ist dieses Echt ist eben nicht richtig. Wenn man also gerade in den Spielen, wo eben die Online-Rollenspiele wie World of Warcraft gute Beispiele dafür sind, wo sich immer wieder die gleichen Gruppen treffen, um miteinander zu spielen, entstehen absolut echte und tiefe Freundschaften und tun das eben, das ist zumindest meine Wahrnehmung, auch oft schneller und ungehinderter als anderswo, weil man eben Abend für Abend zusammensitzt und so wie ich es erlebt habe, relativ schnell ins Reden kommt und über Dinge, die man vielleicht mit jemandem, den man eigentlich erst seit drei Abenden kennt, wo man vielleicht noch zurückhaltender ist. Das heißt, im sozialen Bereich ganz, ganz viel. Wo ich aber ganz große Chancen von Videospielen sehe und von Spielen im Allgemeinen ist, dass man eben Möglichkeiten hat, in so einem halbgeschützten Rahmen sich mit Emotionen auseinanderzusetzen. Und das wirklich in allen möglichen Bereichen. Das geht von Spielen, wo ich quasi in der Spielgeschichte moralische Entscheidungen treffen muss und dann vielleicht mit den Folgen von dem, was ich entschieden habe, leben muss. Und ist genauso präsent dort, wo ich zum Beispiel gegen wen spiele und mit den Niederlagen und den Siegen umgehen muss. Sehr oft ja auch mit der zusätzlichen Herausforderung, dass ich einerseits ehrgeizig sein will und muss, auch dass man gut spielt, aber andererseits nicht irgendwie zu sehr auf meinen Erfolgen herumhupfen darf, weil ich dann meine Mitspielerinnen verliere, die dann halt keine Lust mehr haben, mit mir zu tun. Das heißt, wenn man eben zurückkommt zu diesem Bild ganz am Anfang mit dem halb drin und halb draußen, genau das ist die große Chance, dass ich die Dinge, die ich im Spiel gut kann zum Beispiel, haben außerhalb vom Spiel eine Bedeutung. Das sagt schon was aus über Dinge, die ich gut kann. Wenn ich ein guter Strategiespieler bin, dann habe ich da irgendeine Fähigkeit und gleichzeitig ist es aber nicht so tragisch, wenn ich im Spiel verliere oder schlecht bin. Und ich kann für mich selber ein bisschen lernen zu definieren, wie ernst nehme ich das jetzt. Und dort, wo gemeinsam gespielt wird, ist das auch ganz stark sozusagen die Grundvoraussetzung dafür, dass gut miteinander gespielt werden kann, dass alle ungefähr das gleiche Level an Ernsthaftigkeit mitbringen. Eben, es gibt Varianten des Spiels, wo klar ist, alle müssen so richtig ihr Bestes geben und jetzt geht's was und wir spielen turniermäßig oder was auch immer. Und da müssen dann auch alle ungefähr das gleiche Verständnis davon haben und trotzdem nicht auf die anderen losgehen, wenn sie
wenn sie mal verlieren und der andere einen Fehler gemacht hat. Und genauso gibt es Spiele, die man halt hauptsächlich zur Gaude nebenher spielt. Und wo man eben dann auch wieder lernen muss, seinen Ehrgeiz ein bisschen zu zügeln. Das heißt, sowohl auf der moralischen Ebene als auch auf dieser Sieg-Niederlage-emotionalen Ebene gibt es ganz viele Chancen aus Spielen und beim Spielen zu lernen. Und drum eben auch das, was ich, oder ja, drum einerseits, vielleicht zwei Sätze dazu, einerseits eben das, was ich vorher als Antwort gleich mal gesagt habe, grundsätzlich bin ich überzeugt davon, dass man bei allen Spielen und aus allen Spielen lernen kann. Und der zweite Satz eben dazu, Spielen muss auch immer einfach, also die Freude am Spiel ist auch ein Selbstzweck. Also es muss auch nicht jedes Spiel, das ein Kind oder ein Jugendlicher oder ein Erwachsener spielt, irgendeinen unglaublichen Sinn haben darüber hinaus, dass es der Person jetzt einfach Spaß macht und schöne Momente beschert. Also auch das ist immer ein bisschen ein Risiko, gerade wir, die wir mit Spielen pädagogisch arbeiten, kommen sehr schnell in dieses Argumentieren, warum man und was man nicht alles lernt und wie toll das ist. Aber gleichzeitig, wenn ein Kind was spielt, was in meinen Augen vollkommen sinnlos ist, und das gilt eben genauso für Jugendliche und Erwachsene, dann reicht die Tatsache, dass es dabei jetzt Spaß hat und schöne Dinge erlebt oder irgendwie eine Freude dran hat, was es da tut, eigentlich schon mal als Grund aus, solange ich eben nicht irgendwie ein riesiges, also ein großes Risiko irgendwie entdecke in dem, was es da tut. Mhm. Zwei Anmerkungen sind noch gekommen im Chat. Einerseits würde ich gern das vom Stefan wieder nach vorholen. Hoffentlich verzeihst du mir, Christian. Deine Frage vergesse ich natürlich dann auch nicht. Aber der Stefan hält ihm fest oder stellt auch die Frage, mehr oder weniger, ob man denn, also das, was du auch in die Richtung gesagt hast, nämlich das Spielen an und für sich eigentlich auch ein geschützter Rahmen ist für eine positive Fehlerkultur. Das heißt, ich habe da die Chance auf ein zweites Leben zum Beispiel am Spiel. Ne? Genau, richtig. Und in manchen Diskussionen ist mir schon untergekommen, dass das dann auch nach den Spielen vorgeworfen wird. So die Kinder glauben dann, wenn man stirbt, dann hat man eh noch eine Chance in der Richtung. Da wird es dann, muss ich jetzt böse sagen, fast schon ein bisschen absurd in den Diskussionen, finde ich. Aber ich glaube eben, dass es ganz stark das ist und ganz viele Spiele funktionieren ja genau so. Und da sind sogar eben Videospiele noch stärker als andere Formen des Spiels, dass ich eigentlich in eine Welt hineingeworfen wäre und für mich selber in Interaktionen draufkomme, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und durch dieses Probieren und Scheitern und weiter probieren und weiter scheitern, mich in dieses Spiel hineinarbeite. Also es ist schon länger so, dass ich, wenn ich Spiele beurteilen soll, die schon mal ein Stück weit negativer dafür beurteile, dass sie sich aufwendig erklären müssen, weil einfach ganz viele Spiele das hervorragend machen, dass sie mir außer vielleicht ein paar Basisbefehlen, mit welchen Knöpfen ich was tue, mich einfach da mal reinwerfen und sagen, so, und jetzt find heraus, wie diese Welt funktioniert. Und das ist genau das. Ich lerne eine Fehlerkultur, ich lerne eine Frustkultur, ich lerne eben selbstständig und kreativ an die Dinge heranzugehen und nicht einfach nur das zu tun, was mir eben vorgegeben wird. Also da gibt es ganz, ganz viel Positives und Schönes. Und eben auch für Erwachsene ist ja das ganz oft die Faszination von Spielen. Mhm. Mhm. Der Christian fragt eben, und ich glaube, die Frage nehmen wir noch mit, weil es ist schon die Zeit schon fast vorbei. Ich hoffe, ihr habt noch Zeit und bleibt noch dabei. Christian führt eben an, dass es mehr oder weniger natürlich auch zwischen Kindern, Jugendlichen und Eltern mehr oder weniger auch zu Konflikten kommt und immer wieder auch kommen kann. Und quasi, ich formuliere jetzt eine Frage ein bisschen überspitzt. Hängt es damit zusammen, dass eben die Eltern sich oft wenig Zeit nehmen, um sich mit dem Spiel auseinanderzusetzen? Oder wie ich es formulieren würde, muss ich als Elternteil die Spiele meiner Kinder beherrschen, um quasi da für keine Konflikte zu sorgen? Ich würde sagen, die einfache und kurze Antwort ist, beherrschen muss man es natürlich nicht, aber interessieren muss man sich dafür. Zumindest, also einfach, auch da wieder finde ich die Vergleiche. Wenn mein Kind sich für irgendwas sehr interessiert und da viel Zeit investiert, ist es in anderen Bereichen ganz normal, dass ich mir das halt einmal ein bisschen anschaue und mir ein bisschen einfach versuche zu verstehen, was die Faszination dran ist. Und das passiert, ist zumindest meine Wahrnehmung, bei Videospielen oft weniger. Da gibt es ein grundsätzliches, das interessiert mich nicht, das mag ich mir nicht anschauen, von vielen. Da ändert sich natürlich auch sehr viel, weil jetzt natürlich auch immer mehr Generationen Eltern werden, die selber schon viel gespielt haben und so weiter und so fort. Aber ja, grundsätzlich ist das, glaube ich, die Antwort, also einfach Interesse haben. Und man muss auch nicht alles toll und lustig finden, nur weil es das Kind toll und lustig findet. Man soll es einfach irgendwie offen interessant finden oder sich mal erklären lassen.
und eben auch die teilweise vielleicht Sinnlosigkeit von gewissen Tätigkeiten oder also viele Spiele haben für Leute, die sich das anschauen, von außen betrachtet sehr wenig Reiz und man versteht den Reiz entweder dann, wenn man das Spiel intensiver spielt oder eben, wenn man halt in der Situation ist, in der die Person ist. Manche Leute wollen was unglaublich. Momentan ist gerade Animal Crossing ein Spiel irrsinnig groß, von dem viele sagen, dass man da eigentlich nichts zu tun hat, beziehungsweise immer wieder und wieder und wieder und wieder das Gleiche tun. Und das kann ich jetzt sinnlos finden und sagen, das ist doch absolute Zeitverschwendung. Oder ich kann sagen, ja gut, wenn das irgendwie was Entspannendes, was Positives, was Schönes ist, für die Leute, die das da tun, oder das Spielen, sich langsam was aufzubauen oder Ähnliches, dann ist das auch okay und hat auch seine Berechtigung. Ne? Und das ist, glaube ich, so in diesem Eltern-Kind-Verhältnis auch was absolut mitgedacht werden soll. Ich muss nicht unbedingt immer verstehen, was die Faszination dann ist, aber ich soll zumindest Interesse zeigen und eben nicht von vornherein mit so einer Negativhaltung drangehen, weil, das ist eben so bei unseren klassischen Elternvorträgen immer so der ganz große Appell, eine ganz wichtige Sache ist, dass ich mir die Kommunikationskanäle offen halte und mit der Frage, was spielst du da schon wieder Blödes, ist der Kommunikationskanal zu. Und dann wird man zumindest von Jugendlichen, die schon ein bisschen pubertieren, einfach nie wieder was über Videospiele erfahren. Ja, auf jeden Fall. Und natürlich, der Tamara gebe ich dann natürlich auch recht, gilt nicht nur für Kinder, wenn Kinder spielen, sondern auch wenn Partnerin oder Partner spielt. Da Interesse zeigen hilft sicher auch. Eine letzte Frage hätte ich vorgeschlagen, dass ich dir noch stelle aus dem Chat heraus. Da geht es nämlich so im Verhältnis so zwischen Online- und Offline-Spiel, nämlich quasi die Darstellung mehr oder weniger, dass man das Gefühl hat, dass quasi Kinder oft Motivation brauchen, dass sie draußen spielen oder miteinander spielen, aber wenn es quasi nachher zum PC, zum Smartphone oder online geht, brauchen sie das gar nicht, weil das sowieso funktioniert, also da spielen stundenlang. Ist das mehr oder weniger auch deine Sicht, dass jetzt quasi dieses reale Spielen mehr also ich sage, externe Motivation braucht als das Online? Das ist, glaube ich, schon auch, oder es ist sehr schwierig, das irgendwie so pauschal zu beantworten natürlich. Es ist sicher so, dass teilweise Videospiele oder Online-Spiele halt eine sehr bequeme Option bieten, Dinge zu tun. Aber eben, da ist auch sicher ganz stark zu berücksichtigen, was ich halt im ersten Punkt recht klar oder recht intensiv rauszuarbeiten versucht habe, dass das eben oft zum Beispiel die Tatsache ist, dass sich dort die Eltern und Lehrerinnen und wer auch immer nicht auskennt und dass ich das jetzt spielen, also dass wir sozusagen dort unbeobachtet sind, während halt so ein im Garten neben den Eltern oder so spielen vielleicht was anderes ist. Plus natürlich, was da ganz stark mitspielt, ist sozusagen die Faszination von dem, was halt im eigenen Freundeskreis gerade aktuell ist. Und das sind halt jetzt in vielen Gruppen oft die Videospiele. Dazu vielleicht auch ein für mich irgendwie ganz amüsantes Beispiel, das ich jetzt schon immer wieder mal wo gebracht habe. Fortnite hat ja so diese Saisonen, wo es irgendwie immer wieder die Spielwelt sich verändert und das Spiel sich leicht verändert. Und wir haben irgendwann vor einigen Monaten den PR-Stunt gebracht, dass das Spiel quasi von einem schwarzen Loch verschluckt wurde und einfach, es waren glaube ich knappe 1,5 Tage oder so, offline war und niemand hat das vorher gewusst. Und in der Zeit haben wir einen jungen Mann bei uns in der Bibliothek gehabt, der mit mir genau darüber geredet hat und eben meinte, der hofft, dass das offline bleibt, weil er will endlich aufhören, Fortnite zu spielen und wieder ein anderes Spiel spielen. Und das hat sich in dem Gespräch gezeigt, er spielt halt Fortnite, weil seine Freunde alle dort sind und weil das der Ort ist, wo er seine Freunde trifft und nicht, weil er findet, dass das beste Spiel momentan wäre. Und ich glaube, das zeigt einfach auch sehr viel, was oft ein bisschen übersehen wird, wenn man so von außen drauf schaut, dass eben oft, gerade eben seit Online-Spielen auch für jüngere Jugendliche so ein großes Ding geworden ist, dass sehr oft eben die Chance ist, einfach quasi nach der Schule, nach dem Heimkommen, die Leute zu treffen. Und man geht natürlich dorthin, wo die sind, auch wenn das nicht der Lieblingsort ist von einem selbst zum Beispiel. Ja, lieber Harald, vielen, vielen Dank noch einmal für deine Ausführungen. Wir sind eh schon über der Zeit. Ich denke, du bist auch
auch in Zeiten, wo wir quasi im Homeoffice sind, auch immer über deine E-Mail-Adresse von Ludovico erreichbar. Falls Fragen auftauchen, kann man dem Harald gerne eine E-Mail schreiben oder auch uns bei Logo einfach eine E-Mail schreiben. Wir leiten es an Harald weiter. Noch einmal die Erinnerung mehr oder weniger für alle, die eine Teilnahmebestätigung brauchen und das vielleicht noch nicht gemacht haben, einfach den ganzen Namen und die E-Mail-Adresse in den Chat schreiben. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Dabeisein. Morgen geht es weiter mit dem Thema Deradikalisierung in der Jugendarbeit oder Deradikalisierung von Jugendlichen. Same Station, same time, 14 Uhr morgen auf Zoom. Ich wünsche euch, kommt alle gut nach Hause und wünsche euch einen schönen Nachmittag und wir sehen uns dann morgen.